Als nächstes wollte ich das Spiel GTR 2, ein Autorennspiel, vorführen. Hier gibt es, bevor das Spiel startet, die Möglichkeit, die Grafik zu konfigurieren. Es wird die Grafikkarte angezeigt. Die Auflösung reicht von 640x480 bis 1366x768 auf 32 Bit. Bei 32 Bit, was der Monitor halt kann, mehr kann er halt auch nicht. 60 Hertz macht er immer. Und den Shader-Level setze ich mal bei DirectX 9, weil auch das ja dann der höchste Level ist. Vollbild-Anti-Aliasing ebenfalls auf höchstem Level, um zu schauen, wie es klappt. Videosync brauchen wir nicht oder Vertikal-Sync brauchen wir jetzt nicht. So, dass wir das Spiel mal ausprobieren. Hier nochmal ein kleiner Teil des Vorspanns von GTA 2, diesem Rennspiel. Die Renderszene im Prinzip, die das Ganze einleitet. Läuft sehr flüssig auf 1366x768 Punkten beim Samsung N510. Wollen wir mal schauen, wie es im Spiel ist. Das Rennspiel GTA 2 auf dem Samsung N510 mit allen Grafikfeatures, mit allen Musik- und Audio-Features eingeschaltet. Die schwierigste Grafikmöglichkeit eigentlich, die man dem Modell zutrauen kann. Und ich lasse hier gerade jemand anders fahren, guckt dem nur über die Schulter. Das funktioniert schon mal ganz gut. Die Umschaltung auf Onboard und auf TV sieht auch gut aus, dass man das von außen sieht. Das ruckelt er jetzt ein ganz klein bisschen. Sobald die Strecke einmal abgefahren ist, denke ich, sollte das aber vielleicht auch vorbei sein. Zurück zu Onboard. Und vielleicht mal zurück zu mir, dass ich einfach auch mal fahre. Brumm, brumm, sitzt jetzt hier im Auto? Hey, wieso gibt er denn auf Gas? Ach so, das war hier die Auto-Gasgebe-Funktion. Okay, so, jetzt Gas geben. Und Monza. Nicht ganz so schön ist jetzt hier der 16 zu 9 Modus, der alles Mögliche anzeigt. Oh, da ist mir einer eingefahren, den ich nochmal eben ausschalte. Nochmal das Programm GTA 2, also das Spiel GTA 2. Ich habe installiert das Programm Fraps, das hier oben rechts in klein gelb eine Anzeige macht, wie viele wie viele Frames halt geschafft werden. Frames der Rechner schafft. So, jetzt bin ich auf der Strecke, kann Gas geben. Ja, das zeigt natürlich nicht so viele Frames jetzt an. Das war vorhin deutlich besser. Hatte ich so den Eindruck. Oh, falsch rumgelenkt. Oh, da kann ich wieder Gas geben hier. Na. Aber das läuft noch nicht so gut. Vorhin, wie gesagt, in dem anderen Test hatte ich es schon sehr gut. Ich habe diese 16 zu 9 Geschichte ausgemacht. Oh, Tastatur fahren, also nicht mehr, aber nur wirklich nicht. Und man sieht halt, er macht 10 Bilder pro Sekunde. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Vorhin war es aber, wie gesagt, auch deutlich besser. Leuchtet mir gerade nicht so richtig ein. Ich versuche es nochmal mit einem anderen Spiel. Das erstmal das Ergebnis mit GTA 2 auf Samsung N510 mit Nvidia Ion und voller Grafikpower aus der Inboard-Perspektive. Das nächste Spiel wird wohl Black and White sein.